Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego już od ponad 30 lat jest miejscem spotkań i dialogu dla ludzi w różnym wieku, pochodzących z różnych krajów i mówiących w różnych językach. W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy wykonują szereg prac budowlanych przy wybranych elementach naszego ogrodu ekologicznego. Wir unterstützen das Projekt sehr gerne, weil wir einfach mit dabei sein wollen im internationalen Jugendaustausch von Azubis, hier Baufachleute, zukünftige Baufachleute, sich freiwillig austauschen. Und das machen wir nicht nur in theoretischen Workshops, vor allen Dingen hier im Schlossgarten in der Praxis, aber auch mit Kulturprogrammen und mit Sport und Spiel. Ich habe bei diesem Projekt mitgemacht, da ich auch Polnisch persönlich kann und dass ich auch gerne meinen Horizont dahingehend erweitere und das, sage ich mal, ein bisschen fließender wird. Und dass man natürlich auch mit anderen zusammenarbeitet und dass man neue Leute kennenlernt. Wir arbeiten in einem ja möglichst sehr nahe ökologisch angebauten Garten, wo mit vielen Natursteinen, aber auch mit Holz gearbeitet wird. Und man merkt auch gerade jetzt draußen arbeiten noch Auszubildende und bringen die letzten Schritte zu Ende von unseren Bauprojekten, die wir geplant und ausgemacht haben. Ich habe mitgemacht bei dem Projekt, weil ich mich sehr interessiere für die polnische Berufsausbildung. Und ich finde die polnische Sprache auch ganz interessant. Ich meine, die haben coole Übersetzungen bei und so. Freut mich halt auch, dass ich hier bin. Und das macht mir einfach Spaß, bei so einer Sache mitzumachen. Wir haben bei dem Projekt mitgewirkt, weil es mir wichtig war, mich dafür stark zu machen, dass Themen wie Berufsorientierung, Rechte und Pflichten für Auszubildende, aber auch dieses ganze große Thema Konfliktlösung ein bisschen Raum einnimmt. Weil sowohl polnische als auch deutsche Jugendliche von diesem Wissen, was ich in den letzten Jahren angesammelt habe, profitieren können. Mich hat überrascht, dass es alles so gut geklappt hat, sage ich mal. Und dass ich auch bei den Bauprojekten mitwirken durfte. Co wyniosłem z tego tutaj, z tej wymiany? Przede wszystkim współpraca z ludźmi z zagranicy, która na pewno w bardzo dużym stopniu rozwinie moje umiejętności zawodowe. Für die Zukunft wünsche ich mir für dieses Projekt, dass die viel mitgenommen haben hier, was Kommunikation, das Miteinander, das gute Miteinander betrifft, auch in Zukunft so stattfinden kann für die, aber auch gegenüber anderen, dass ein bisschen mehr Verständnis entsteht. Mi osobiście ogromną radość sprawia, kiedy widzę, z jak dużym zaangażowaniem pracują uczestnicy. Dlatego ten projekt ma dla nas szczególną wartość, ponieważ otwieramy się w nim na grupę o profilu zawodowym. Myślę, że to jest naprawdę dobry projekt.